Südafrika, Urlaub ohne Kamera? Ich glaube, für Filmer ganz unmöglich. Sollten Sie, liebe Zuschauer, nach diesem kleinen Beitrag Lust auf Südafrika bekommen, dann ist ein Flug von fast 12 Stunden nicht zu umgehen. Wer den Flug aber dann überstanden hat, den erwartet ein Land der Großzügigkeit, ein Land der Gegensätze und ein Land der unbeschreiblich schönen Natur. Bei sommerlich 30 bis 40 Grad und das im Februar vergisst man ganz schnell das kalte Deutschland. Womit beginnt man eigentlich einen Reisebericht? Natürlich mit den Menschen. Es sollte kein üblicher Pauschalurlaub werden, wir wollten Lebensweise kennenlernen. Etwas voreingenommen besuchten wir die Bewohner der Townships in Kapstadt. Und sie zeigten uns bereitwillig ihre Bretterwohnungen und ihre Schule. Aber wie wir empfangen wurden, na, sehen Sie selbst. Wir sind jetzt hier an der Fisani-Schule und in dieser Schule werden ca. 530 Schüler unterrichtet. Und die meisten kommen hier aus diesem Gebiet, aus diesem Squatter-Camp. Squatter-Camp ist die, nennt man diese Area, wo diese Schacks, diese Holzhütten stehen. Alles in Kapstadt überragt der 1087 Meter hohe Tafelberg. Für faule Urlauber, die ihn erklimmen möchten, gibt es eine Drahtseilbahn. Wir waren Gäste an Bord. Glasklar die Sicht an diesem Tag, was ganz sicher nicht jeden Tag der Fall ist. Deutlich sieht man die Robbeninsel, auf der Nelson Mandela fast 30 Jahre inhaftiert war. Dieses Gefängnis ist übrigens jetzt ein Museum. Wir waren aber noch Richtung Indischen Ozean. Der Addo Elefantenpark war unser Ziel. In Südafrika fährt man bekanntlich links. Wir fuhren auch auf dieser Seite. Andernfalls hätten wir zu viel Gegenverkehr hinnehmen müssen. Den Treibstoff für unser Leihauto bezahlten wir umgerechnet 38 Cent pro Liter. Wahrscheinlich gibt es in Südafrika keinen Finanzminister und auch keine Ölkrise. Aber wir wollten ja Elefanten beobachten. Und die ließen auch nicht lange auf sich warten. Warten mussten wir, denn hier hatten sie die Vorfahrt. Sie, die Elefanten. Der Sonnenuntergang in Kapstadt beobachtet und gefilmt vom Signalberg.
Abschied von einem Land, das wir in kurzer Zeit in unser Herz geschlossen haben.